Mit den Werken zweier großer Komponisten feiert der Brucknerbund Ried im Innkreis sein 70-jähriges Bestandsjubiläum und dessen Dirigent Gunter Waldeck seinen 70. Geburtstag. Mit Georg Philipp Telemanns Hamburger Ebbe und Flut nimmt der festliche Konzertabend Fahrt auf. Die Musik hält dann jung, aber natürlich auch die Arbeit mit dem Orchester. Und gerade speziell, wenn man mit jungen Talenten arbeiten kann und sieht, wie die dann im Laufe der Jahre heranwachsen zu sehr professionellen Musikern oft, ist das ein schönes Erlebnis. Mit Edward Griegs Komposition Peer Gynt vereinen sich Musik, Schauspiel und Gesang zu einem Gesamtkunstwerk. Die Schauspielerei ist für mich definitiv eines der spannendsten Dinge und heute verstärkt mit der Musik, beziehungsweise wir geben uns gegenseitig die Hand. Der Brucknerbund Ried wurde 1953 gegründet. Seither waren 182 Konzerte zu hören. Highlights gab es unzählig viele. Darunter auch Auftritte von 211 höchst talentierten Solisten, wie heute Lorenz Baumkirchner, einmal an der Trompete. Und ein zweites Mal an der Blockflöte. Viele glauben mir, Blockflöten ist eher so ein Anfängerinstrument oder so, aber man kann wirklich auch professionell damit musizieren, ja genau. Und ja, für mich eigentlich das erste Mal, dass ich richtig mit einem Orchester vorn gestanden bin und hat mich sehr gefreut natürlich, ja. Die Verbindung zwischen dem Brucknerbund und der Landesmusikschule Ried im Innkreis ist eine besondere. Die Musikschule Ried geht auf eine Gründung vom Brucknerbund zurück. Also man hat sich vor 65 Jahren entschlossen, da hat das Orchester 5 Jahre Bestand gehabt, dass man den Nachwuchs fördern muss. Und das ist bis heute so eine tolle Idee. Musikschule und das Amateurorchester Brucknerbund. Perfekt. Das Jubiläumskonzert wird Dirigent Gunter Waldeck für immer in Erinnerung bleiben. Für sein Engagement in der musikalischen Leitung des Brucknerbundes Ried über mehr als 2 Jahrzehnte wird er mit dem großen Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Ried im Innkreis ausgezeichnet. Es ist eine schöne Anerkennung auf jeden Fall. Ich bin ja noch dazu kein gebürtiger und auch kein wohnhafter Rieder. Er hat das Orchester die letzten 20 Jahre geprägt und zwar im besten Sinne und dafür gebührt ihm diese große Auszeichnung. Zum doppelten 70er, Gunter Waldecks Geburtstag und das Jubiläum des Brucknerbundes Ried musizieren viele langjährige, aber auch viele junge Musiker. Der jüngste darunter, der 8-jährige Emil. Als Enkelsohn findet er wohl die schönsten Worte für den Dirigenten, seinen Großvater. Ja, das ist ein richtiges Vorbild. Ich möchte mal so werden wie er.